Hallo? Concealer richtig auftragen. Da kommen immer wieder so viele Fragen und das möchte ich heute nochmal zusammenfassen. Erstens mal habe ich hier an der Nase und da an der Lippe kleine Macken, die ich nachher auch mit abdecken werde. Ich hoffe, ich denke auch dran. Aber es geht natürlich in der Hauptsache um die Augenschatten. In Magazinen sieht man immer wieder, dass der Concealer hier komplett aufgetragen wird oder so als Pastille. Das kann man alles machen, wenn die Haut noch jung und knackig ist. Aber sobald man, ich sag mal so, die 40 überschreitet, geht das ja schon los, dass die Haut hier in dem Bereich lockerer wird. Ich bin jetzt 57, das sieht man meinen Augen an. Die sind schon sehr schrumpelig geworden in den letzten Jahren und im Moment habe ich hier auch sehr stark mit den Schwellungen zu tun. Aber das ist so, wie es ist. Und direkt vorab, wer meint, dass er so etwas hier, wenn das geschwollen ist, mit Concealer hinbekommt, sorry, das wird nicht funktionieren, weil das hier ein sogenannter physikalischer Schatten ist. Das ist ein Gewebswasser, was sich hier staut, das also, wenn man von der Seite guckt, hier so eine Beule gibt und genau darunter fällt nun mal der Schatten und den kann man nicht aufhellen. Das ist so, als würde man versuchen, im Flur, wo vielleicht kein Licht reinfällt, die Wand richtig weiß zu streichen und dann ist der Schatten im Flur weg. Nein, das funktioniert nicht, das geht nur mit Licht. Nur wenn du eine Lampe in den Flur hängst, wird der Flur hell und nur wenn du von vorne hier aufhellst, wird dieser Schatten verschwinden. Das kann man sehen, so wie ich den Kopf halte. Je tiefer er ist, das heißt, das Licht kommt dann eher von oben, umso stärker siehst du diesen Schatten und je mehr das von vorne ausgeleuchtet ist, desto weniger wird das. Würde ich jetzt hier Concealer hinsetzen, wie bitte soll das aussehen? Wie dick soll der sein? Wie hell soll der sein? Das würde man gerade im Tageslicht sehen. Und die Haut, die nicht mehr knackig ist, sieht eher aus wie eine Raufasertapete. Also bitte da die Finger von lassen und den Concealer da auftragen, wo er Sinn macht. Und das ist nun mal hier in dem inneren Bereich. Zum Zweiten, wenn man den hier großflächig aufträgt und man lächelt, dann kannst du sehen, dann geht das hier ganz stark zusammen. Dann sieht die Haut auch noch mal älter aus. Das sieht so richtig so wie so eine Krakelierung aus. Und auch das ist nicht von Vorteil. Wenn ich lache, bewegt sich hier ganz wenig. Das heißt, den Concealer kann ich ohne weiteres hier in dem Bereich auftragen. Das hilft schon ungemein, wenn das hier nicht mehr so schattig ist. Aber hier unten, da lassen wir die Finger von weg. Mit welchem Concealer arbeite ich? Ganz einfach mit dem, wo ich den Hautton der jeweiligen Jahreszeit anpassen kann. Das ist meine Mainstream-Palette aus der Reihe Big Boo. Ich drehe es auch mal rum fürs Standbild. Und aus diesen drei Farben kann ich mir jeweils meine momentane Farbe mischen. Das ist für hier jetzt nicht so wichtig, aber für die anderen Stellen, die ich dann gleich noch zeigen werde. Das muss nämlich exakt passen. Hier im inneren Bereich darf es gerne ein Mini-Mü heller sein, weil da müssen wir was aufhellen. Und meistens haben wir hier auch noch so eine blaue Ader, die eventuell durchschimmert und die lohnt es sich eben abzudecken, damit der Blick frischer aussieht, weil wenn man hier so schattig ist, dann wird man oft gefragt, bist du müde, geht's dir nicht gut, bist du krank? Und das wollen wir einfach verhindern. Drei Dinge brauchen wir. Einmal den Concealer, den gibt es beim Make-up Coach übrigens auch als Reisegröße für unterwegs, wenn man mal in Urlaub ist, damit man die Palette nicht mitnehmen muss. Und man braucht Pinsel und Puder, um das Ganze zu setten, damit das dann auch haltbar gemacht wird. Als Concealer-Pinsel zeige ich mal, würde ich Folgendes empfehlen. Das hier ist für den Bereich Augen ein viel zu breiter Pinsel. Den könnte man für große Flächen nehmen, wenn man zum Beispiel Camouflage aufträgt in dieser Breite. Was aber durchaus Sinn macht, ist der Concealer-Pinsel. Ich habe den hier in zwei unterschiedlichen Längen. So. Wo die Pinselhaare eine entsprechende Länge haben. Das unterscheidet sich von Lidschattenpinseln um so ungefähr 3 mm, hat den ganz einfachen Nutzen. Je länger diese Härchen hier sind, umso flexibler sind die. Und das ist praktisch wie so eine Wippe. Das heißt, man drückt den Pinsel auf die Haut
und der wippt sehr schön nach. Wenn man jetzt einen kurzhaarigen Pinsel nimmt, also wo die Haare, Moment, meine Hand dahinter halten, wo die Haare ungefähr nur so viel rauskommen, wäre das zu fest. Das ist also beim Concealer-Pinsel ganz wichtig. Die beiden Längen sind einfach nur, wie man es lieber haben mag. Also viele arbeiten gerne mit einem normal langen Pinsel, weil man den halt ganz gut in der Hand hat. Aber wer so ein bisschen älter ist wie ich, kann eventuell nur noch mit dem Vergrößerungsspiegel arbeiten. Und da empfiehlt sich dann tatsächlich die kurze Länge, denn da klappert man dann nicht am Kosmetikspiegel an. Ne? Mit dem langen Stiel bleibt man mal schnell so klack, klack, klack hängen. Und der kurze Pinsel ist dann ideal, um genau hier reinzukommen. Und man hat den richtigen Abstand zum Vergrößerungsspiegel, ohne dass das Holz am Spiegel anklappert. Super ist auch dieser sogenannte Doppelpinsel. Der hat nämlich zwei Seiten. Die kurze, damit könnte man jetzt ganz präzise auftragen, ist an manchen Stellen wie hier zum Beispiel von Vorteil. Und die breite Seite ist auch wieder aus synthetischen Fasern, so wie alle anderen Pinsel von Make-up Coach auch. Wir haben kein Tierhaar mehr. Der hat eine große Fläche, die rund ist und kann auch damit sehr schön verteilen. Dann gäbe es noch den Make-up-Puschel. Wer sagt, ja okay, ich kriege das ja alles hier noch aufgetragen, aber dann habe ich Schwierigkeiten, das zu verblenden, weil ich es nicht gut sehe oder weil mein Badezimmer kein gutes Licht hat, wie auch immer. Dann würde man, kann ich gleich mit der zweiten Seite zeigen, den Concealer auftragen und geht gerade zweimal wusch, wusch hin, her, drüber. Und das ist super verteilt. Das wären jetzt also die Werkzeuge. Dann noch wichtig, Puder, damit das Ganze auch haltbar wird an Ort und Stelle. Weil gerade wenn man hier zum Beispiel Concealer aufträgt und man würde den nicht abpudern, man lächelt zwei, dreimal und schwuppdiwupp gibt es hier wie so eingeritzte Krähenfüße. Und um das zu verhindern, muss das unmittelbar, noch bevor man das andere Auge schminkt, abgepudert werden, damit das richtig schön glatt bleibt. Zum Abpudern unseren Zauberpuder, ganz wichtig. Und ich finde ganz praktisch die dreieckigen Quasten von Make-up Coach. Die haben so eine kleine Schlaufe und damit kann man ganz toll hier diese Partien erreichen. Oder wir haben dann auch die super kleinen Mini-Puderquasten. Die könnte man auch nehmen. Also so wie man es mag, gerade hier in dem Bereich zum Beispiel, das ist auch sehr angenehm mit der kleinen Quaste. Aber das machen wir jetzt mal Schritt für Schritt. Ich entscheide mich jetzt für den kurzen Pinsel. Nein, wir machen es anders. Den nehme ich gleich am anderen Auge mit dem Make-up-Puschel, habe ich ja gesagt. Ich nehme jetzt an dem Auge zuerst mal den Doppelpinsel. Und gehe mit der kleinen Seite hier in diese Farbe und trage das genau hier auf. Nur hier innen drin. Ganz klein bisschen hier noch so um die Ecke. Und eventuell so ein bisschen hier noch rein. Aber hauptsächlich an der Stelle bleiben, wo die Haut immer glatt ist. Auch im hohen Alter ist an der Stelle die Haut fast noch glatt, weil sie eben keine großartigen Bewegungen kennt. Weil diese ganzen Knitterchen, die graben sich ja ein durch Mimik. Und wenn wir hier Krähenfüße haben, hässliches Wort, oder? Dann liegt das an zwei Dingen. Einmal haben wir viel gelacht, das ist nicht schlimm. Zum anderen haben wir vergessen, von Jugend an hier Lichtschutzfaktor aufzutragen. Und ich habe das in anderen Filmen schon häufig erklärt. Ich habe zwar schrumpelige Augen, aber die Partie hier ist bei mir so glatt mit fast 60 Jahren, was eben zugrunde liegt, dass ich schon immer Concealer aufgetragen habe und zwar dick, um diesen Effekt zu erreichen, den ich gleich noch erklären werde. So, jetzt nehme ich die breite Seite und gehe einfach mal hier so drüber
Schwuppdiwupp. Und siehe da, das sieht doch schon gleich ganz anders aus, oder? Schau mal dieses Auge und dann guckst du hier und siehst diesen Schatten. Mehr habe ich jetzt noch gar nicht gemacht und trotzdem ist das so ein wahnsinnig krasses Ergebnis. So, bevor mir meine Kamera jetzt den Akku abstürzen lässt, ich sehe nämlich das Blinkrad, mache ich das jetzt gezielt kurz aus, Akku rein und dann geht's weiter. Sorry, aber jetzt haben wir wieder frischen Saft. Der letzte Schritt war, dass ich mit diesem Pinsel, der hier diese schöne breite Fläche hat, den Concealer ganz sanft verteile. Auch wenn ich das gar nicht gut sehen kann, bin ich hier auf der sicheren Seite, weil ich weiß, das wird ganz, ganz weich und soft. Und dann nehme ich den Schlupfi-Puschel, das ist ein ganz weicher Pinsel, und gehe einfach nur auf meinen Puderrest, auf der Puderquaste, und tupfe hier so ein bisschen an. Ich könnte natürlich auch, wenn ich auf Nummer sicher gehen möchte, etwas mehr Puder nehmen, direkt von der Quaste. Das geht auch. Das muss man ausprobieren, wie es am besten wirkt. So, dann muss ich allerdings wieder einen weiteren Pinsel haben, um die Puderreste zu entfernen. Also probier mal aus, wie es bei dir am besten ist. Wenn man eine sehr ölige Haut hat, was im Alter eher selten ist, aber kann schon mal sein, dann wäre das vielleicht besser, mit der Quaste dick aufzutragen. Wenn du sagst, ach, das hält bei mir immer sehr gut, dann nimmst du einfach nur den Schlupfi-Puschel mit ein bisschen Puder und fixierst das auf diese Art und Weise. So, und wenn wir jetzt nochmal gucken. Ja. Müde, frisch. Und was soll ich jetzt hier noch unters Auge Concealer packen, was meine Haut schrumpelig aussehen lässt? Nein, machen wir nicht. Wo der Concealer aber auch immer noch sehr gut hebt, ich habe ihn jetzt schon drauf, aber an dem Auge noch nicht, ist hier an der äußeren Stelle. Mache ich dann auch mal gerade an dem Auge, weil wie gesagt, hier ist es schon drauf. Weil ohne diesen Concealer-Schritt gehe ich überhaupt nicht aus dem Haus. Im Sommer brauche ich den mittleren Farbton. Im Moment bin ich nicht ganz so dunkel. Nehme ich den hier. Den tupfe ich allerdings mit dem Finger auf, weil da rolle ich mal direkt so rein. Wenn du jetzt siehst, die Haut ist von Natur aus ein bisschen dunkel an der Stelle. Und das zieht das Auge ein wenig nach unten. Und wenn ich jetzt nur hier antupfe, macht das Auge plöpp und geht hoch. Auch da wieder sofort abpudern. So, und dann siehst du, das ist normal von meinem Alter her, aber viele Frauen haben es eben kräftiger, weil sie ein Leben lang hier nicht geschützt haben, also nicht Lichtschutzfaktor aufgetragen haben. Habe ich insofern auch nicht, dass ich keine Sonnenschutzcreme aufgetragen habe, sondern eben immer diesen festen, kompakten Concealer, der wie ein Lichtschutzfaktor wirkt, weil das ist wie ein Sonnenschirm. Das blockt hier alles ab und deswegen ist die Haut hier schön glatt. Mache ich, seitdem ich 16 bin und passe da auch auf, selbst wenn ich mich mal einen Tag nicht schminke, kommt da entweder Augencreme mit Lichtschutzfaktor 50 drauf oder der Concealer, sodass das hier schön bleibt. Den Bereich, ne, das hier, das bitte immer aussparen mit dem Concealer. Also wer hier großflächig unterm Auge aufträgt, muss damit rechnen, gerade im Tageslicht älter auszusehen. Und bitte, wenn man sowas macht, auch auf jeden Fall mal zu Hause im Spiegel kontrollieren. Wie sieht denn meine Haut aus, wenn ich jetzt so mache? Also bei mir sieht es durch den Concealer genau hier an der Stelle nicht schlimmer aus, als hätte ich da keinen drauf. Aber es hat den Nutzen, dass es mein Auge nach oben hin liftet. Und das ist, denke ich mal, ein super, super Tipp. Dann habe ich eine kleine Macke auf der Nase. Ich weiß nicht, das habe ich seit ein paar Wochen. Das ist entweder so ein geplatztes Äderchen, keine Ahnung. Dann nehme ich einfach ein Wattestäbchen und tupfe mal auf den Concealer drauf. Und mache einfach so, tup, 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 tup. Bisschen verstreichen den Rand. Fertig, Puder drauf, abstauben. Ne, gerade an der Nase ist wichtig, dass man hier keinen weißen Puderrest hat. Es sieht ganz komisch aus. Und an der Lippe habe ich dasselbe. Da, das ist aber ein Pickelchen, das geht wieder weg.
immer die Ränder gut verstreichen. Das Wichtigste ist, ist wirklich das Abpudern. Weil ansonsten ist es nach kurzer Zeit wieder weg. Und dann ist das nicht Schuld des Produktes, sondern einfach nur, weil man drüber gewischt hat und es nicht fixiert war. So, ist die Stelle weg. Die Stelle ist weg, die Stelle ist weg. Das sieht schon frisch aus, fehlt jetzt nur noch die Seite. Und die zeige ich alternativ mit der anderen Methode, nämlich dass ich mit dem kurzen Bickebu-Pinsel die Farbe auftrage, nehme ich auch wieder die hier. Es reicht, wenn man wirklich so einmal so auftupft oder einmal streicht. Im Winter würde ich sagen, wenn das Produkt ein bisschen fester ist, einmal streichen. Im Sommer aufpassen, wenn es so richtig warm ist, dann ist das Material locker. Dann reicht das, wenn man den Pinsel einfach nur mal so auftippt. So, und jetzt streiche ich hier wieder die Farbe auf. Einfach ziemlich großflächig. So, da klingelt der Postmann. Ich gehe mal gucken. Die klingeln immer, wenn es nicht passt. Der kurze Pinsel trägt die Farbe hier großflächig auf. Einfach rein damit die Farbe. Eventuell hier nochmal so ein bisschen ausstreichen. Da, wo wir keine Mimik machen beim Lachen, wo sich nicht viel bewegt. Und dann, also das war der kurze, ne, damit man nicht so am Spiegel anklappt. Du siehst, der ist hier zu Ende. Und meistens hat man den Vergrößerungsspiegel ungefähr in der Entfernung. Und dann nehme ich meinen Schlupfi-Puschel und gehe einfach so einmal hin und her. Und schon ist das super verteilt. Und auch da pudere ich wieder ab. Ich habe jetzt nur noch einen Rest auf der Kaste. Von daher muss ich da jetzt nichts mehr abstauben, weil kein Überschuss da ist. So, und dann guckst du dir mal an, wie frisch die Augen jetzt aussehen, ohne dass hier unten Concealer ist. Das wäre jetzt wirklich ein optisches Verbrechen, hier Concealer draufzusetzen, weil das hier, die Schwellung, die geht ja mit Concealer nicht weg. Und der Schatten wird dadurch auch immer bleiben. Das hier geht nur mit Licht von vorne. Ne? So ist es schon viel milder. Aber hier die dunkle Stelle, die kannst du jederzeit super mit dem Concealer abdecken, um dadurch frischer auszusehen. Es gibt auch noch verschiedene andere Stellen, wie zum Beispiel hier an der Lippe. Aber da gibt es demnächst ein neues Produkt, was noch besser ist. Und deswegen zeige ich dir das jetzt nicht. Da abgedeckt, hier innen drin, da abgedeckt. Ganz wichtig zur momentanen Hautfarbe passend, weil das soll man nicht sehen, dass da was dran gebastelt ist. Hier darf es ein ganz klein bisschen heller sein. Das hier sind die Werkzeuge. Den drehen wir auch nochmal um. Mit der Puderquaste und Concealer. Und schon hast du mit ganz wenig Aufwand, aber gekonnt, deine Augen zum Strahlen gebracht. Und den Rest machst du dann mit dem Augen-Make-up. Wenn es dir gefallen hat, bitte gerne den Daumen nach oben. Du kannst uns abonnieren bei Facebook, bei Instagram, vielleicht auch die Facebook-Fangruppe, wenn du so ein bisschen untereinander kommunizieren möchtest. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder oder auf meiner Shopseite www.makeupcoach.com. Die Links dazu findest du unten in der Infobox. Bis dann, die Michaela, dein Make-up-Coach.